Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brothers. Wir haben diesen Vogel da gerade gerettet. Und hier sind irgendwelche Abbildungen und Bücher über Vögel. Vielleicht steht hier drin, wie wir den irgendwie befliegen können oder so. Müssen wir irgendwie hinten auf den drauf? Geht das irgendwie? Können wir hier irgendwas... Lila! Du kannst da auch nichts machen, ne? Kannst du irgendwas hier machen? Dahi? Da? Eine Eule, die aber noch Flügel hat und einen Schwanz. Chimäre. Unterkörper eines Wolfes. Schon fast wie eine Art Manticore. Und mit Eulenkopf. Oh nein, das war seine letzte Tat. Boah, das war ganz schön dramatisch und traurig hier, die Story. Zeigt auch schön so moralische Sachen, so dass es sich auszahlt, anderen zu helfen und so. Ja, Rückblick. Vater bringt ihm Ei, wie man angelt. Aber auch sehr schön die Musik und so dazu. Top-Titel. Gefällt mir sehr gut. So, sputet euch. Euer Vater wartet. Hier sind wir echt im Land der Riesen. Zwei Aasgeier. Mit denen sollten wir aufpassen. Okay, das wage ich zwar ein bisschen zu bezweifeln, dass ihr es bewegen konntet, aber egal. Oh nein, er kann ja nicht schwimmen. Schnell, beeil dich! Schon weiter. Okay, Räuberleiter wieder. So. Wie kann ich dir jetzt den Ast irgendwie runter machen?
Wahrscheinlich indem du dich auch noch mit da dran hangelst. Da kommen wir nicht dran. Irgendeine wilde Schlacht der Riesen muss hier stattgefunden haben. Bein abgehakt. Weg frei. Sehr gut. Ja, ganz schön brutal. Also doch nicht so gut geeignet für meinen 8-jährigen Neffen, würde ich sagen. Das werde ich ihm eher nicht zeigen. Okay, da unten müssen wir irgendwie hin. Okay, dem da müssen wir wohl ein Heli geben. Das heißt, wir spannen erstmal die Waffe. Ich find's geil. Oh, Naye! Ja! Echt nicht schlecht, ey. Okay, und irgendein abergläubischer Stamm hat sich wahrscheinlich direkt schon das hier zu irgendeinem Götter gemacht, wie es aussieht. Die beten doch Teirache an, ich sehe das auch direkt hier. Oh, und eine Jungfrau in Not. Ahaha, ja genau, wir sind Boten Brasorax. Los geht's. Da können wir uns bestimmt auswaschen, das sollten wir vielleicht besser nicht tun. Den Weg hätten wir vielleicht nicht gehen sollen. Ich würde das ganz gut gewesen wären. Ja.
Yasadi! Kifa dir! Okay, ich sehe noch nicht, wie ich die jetzt ablenken kann, um die zu retten. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Oder wir lassen sie ihrem Schicksal einfach. Vielleicht hätte ich da eben nicht hingedurft. Aber es sieht so aus, als ob wir dahin müssen. Okay. Können wir uns hier nochmal nass machen? Ah, genau, das müssen wir sehr wahrscheinlich machen. Wir müssen diese Abbildung machen, die da drauf ist. Kann das sein? Aha. Genau, ihr heidnischer Kult. Uga, uga. Uga, ga, ga, uga. Uga. Weichet. Sie weg hier. Good job. Otter. Mahamida. Araba. Ah. Iadahi. Mabi hier. Hab Dank. Also nehmen wir das Boot. Ah. Moment, wie geht das? Wenn ich den nach vorne mache, benutzt er den, also muss ich das abwechselnd machen. Oder? Irgendwie kriege ich das nicht so gut hin. Wie kriege ich das jetzt nach da gedreht? Eigentlich doch, indem ich mit ihm einschlage. Das funktioniert aber nicht. Hä? Okay, wenn du machst, geht's nach links. Und wenn du machst, geht's nach rechts. Ja, aber es geht nicht nach links. Hallo. Seltsam. Das ist echt seltsam. Der Schlag von dem Kleinen ist auch viel schwächer als der andere. Komischerweise.
Also das kriege ich irgendwie nicht genau hin. Ich weiß nicht, was ich da genau machen muss. Oh oh. Wenn ich jetzt hier eine krasse Jagd machen muss, dann kriege ich hier ein ganz schönes Problem. Ui, ui, ui. Okay, halb Vogel, halb Fisch. Krasse Welt. Das sollten wir wohl irgendwie versuchen zu umgehen, das Vieh. Also hier habe ich auf jeden Fall Probleme. Also ich muss eigentlich nur das Steuerkreuz, eins der Analogsticks für die jeweilige Person, damit er anfängt zu paddeln. Aber wenn ich es gleichzeitig mache, funktioniert es auch nicht richtig. Scheinen mit uns zu schwimmen, so wie die Delfine das machen. Araba! Aga! Puh, ich bin froh, wieder an Land zu sein. Ein Schildkrötchen. Die Schildkröte Sammy ist das. Okay, da müssen wir wieder klettern. Mabu, Malia. Hey, der steht auf dir und sie auf ihn wohl. Okay. Da, eine Säge, sehr schön. Absägen. Hey, wie geht das? Hey? Wie habe ich das gerade gemacht? Ah, links, rechts. Okay. Baumfeld!
Oh, da hinten ist eine ganze Stadt. Geil. Sehr schön. Buna. So, und wir haben einen Weg. Aber bevor wir hier den Weg gehen und weitermachen, machen wir nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Jojen.